In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die goldene und lilane Kamera bekommt für das Easter Egg bei MW3 Zombies Season 1. Und zwar braucht ihr hierfür als erstes tote Leitung auf eure Waffe. Entweder könnt ihr den aus solchen Kissen bekommen, aus den Ethernestern sind die oft, oder ihr habt einfach den Bauplan und stellt euch einen her. Wenn ihr dann tote Leitung auf eurer Waffe habt, müsst ihr zu einer Ether-Kugel und den mit tote Leitung abschießen. Und wenn ihr das macht, seht ihr schon, der verfärbt sich gold. Und das macht ihr dann so lange, bis der kaputt geht. Und wenn ihr den dann kaputt geschossen habt, wird euch die lilane Kamera droppen. Um die goldene Kamera zu bekommen, müsst ihr durch so einen Ätherriss springen. Der wird euch dann in die Luft schleudern. Und ihr werdet in der Luft dann einen weiteren Riss sehen, der Gold ist. Und zwar müsst ihr jetzt hier durch diesen Rift fliegen. Der wird euch dann nochmal teleportieren und einen speziellen Bounty-Auftrag für euch aktivieren. Wie ihr seht, habe ich da jetzt einen lilanen Bounty unter mir, Leute. Und zu diesem müsst ihr nun gehen. Mein Mate war leider etwas schneller, Leute, aber das macht nichts, da diese Aufgabe dann für euer ganzes Team freigeschaltet wird. Ich muss jetzt den Jünger finden und eliminieren. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann kriegt ihr als Belohnung die goldene Kamera. Das war's dann mit dem kurzen Video, Leute. Abonniert den Kanal, lasst ein Like und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts zu Season 1 Zombies Easter Egg verpasst, weil ich werde euch immer auf den aktuellsten Stand halten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.